Ja, hallo zusammen. Wie angekündigt, kommen wir hier nun zum zweiten Video zum relativen Zinssatz. Jetzt geht es hier um die Berechnung. Zur Wiederholung noch einmal die Problemstellung, um die es ging. Wir hatten für ein Fahrzeug ein Kapital benötigt von 75.000 Euro. Die Bank hat uns folgende Konditionen mitgeteilt. Zinsen werden im Vorabzug fällig, das heißt bereits zur Aufnahme des Kredits mit 5,5% pro Jahr. Laufzeit beträgt 240 Tage. Wir sind nun zu Beginn herangegangen und hatten das Ganze, weil wir die Kreditsumme nicht wussten, über unser Schema, was wir kennen, leicht abgewandelt vom Disagio berechnet. Aber wir haben den Fehler gemacht, dass wir 5,5% verwendet hatten in unserem Schema in der Berechnung von unten nach oben vom verminderten Grundwert ausgehend. Diese 5,5% sind aber angegeben auf ein Jahr, denn Zinsen werden immer auf die Laufzeit von einem Jahr angegeben. So, und diese Problematik hat an der Stelle dann eben in dieser Prozentrechnung da hinten gemündet. Und die Formulierung des Ganzen würde dann lauten, der Zinssatz von 5,5% darf also nicht angewendet werden, denn er bezieht sich auf ein volles Jahr. Wir haben aber nur eine Laufzeit von 240 Tagen. Und das ist genau der Punkt, wozu wir den relativen Zinssatz benötigen. Der Zinssatz muss also ins Verhältnis gesetzt werden zur Laufzeit. Und ins Verhältnis setzen oder in Relation, daher kommt dieser Begriff relativer Zinssatz. So, der relative Zinssatz wird folgendermaßen berechnet. Abgekürzt wird er mit PREL für relativ. Und wie es in der Mathematik auch bei Verhältnissen, Verhältnisgleichungen ist, wird er eben ins Verhältnis gesetzt zur Laufzeit. Dazu wird der Jahreszinssatz geteilt durch das gesamte Jahr, also durch die 365 Tage im Jahr, und dann anschließend mal genommen mit der entsprechenden Laufzeit. Und ganz wichtig und entscheidend noch beim relativen Zinssatz, es ist ein weiterer Punkt in BWR, der auch tatsächlich dann mit 4 Nachkommastellen angegeben wird. Erinnert euch vielleicht an dieser Stelle nochmal, was wird denn in BWR noch mit 4 Nachkommastellen genau angegeben? Kommen wir zurück zu unserem Beispiel. In unserem Beispiel würde dann der relative Zinssatz berechnet werden. Aus den 5,5%, die sich aufs ganze Jahr beziehen, geteilt würde das Ganze durch 365 Tage und anschließend nimmt man es mal die Laufzeit von 240 Tagen. Berechnet man das, erhält man gerundet 3,6164%. Rechnen wir in unserem Beispiel dann die gewünschte und gesuchte Kreditsumme aus. Verwenden wir natürlich nach wie vor dasselbe Schema, aber jetzt mit dem richtigen, mit dem relativen Zinssatz bezogen auf die 240 Tage Laufzeit. Wir würden auch wieder ganz am Ende das Prozentschema entsprechend ergänzen. Wir gehen aus vom Auszahlungsbetrag von unserem verminderten Grundwert, errechnen von unten nach oben und erhalten unsere Kreditsumme dann am Ende der Berechnung. So, dieses gesamte Konstrukt hier, diesen Hefteintrag könnt ihr dann so mit der entsprechenden Überschrift übernehmen. Sollten noch Fragen auftauchen, dann bitte in der nächsten Stunde entsprechend oder formuliert eure Fragen über das Forum im MEPIS-Kurs. In der nächsten Stunde warten dann noch ein paar Übungsaufgaben auf euch. Und jetzt den Hefteintrag übernehmen. Bis zur nächsten Stunde.